Erstes Testspiel im Trentino für den FC Bayern. Gegner beim Paulaner Cup des Südens. Eine aus 19.200 Bewerbern zusammengesetzte Mannschaft. Ribéry, Müller, Lahm und Mandzukic. Vier Stammspieler aus der vergangenen Saison in der ersten Elf des Trippelsiegers. Die Bayern zeigen gleich von Beginn an, wer im Stadion von Arco den Ton angibt. Mandzukic nach Vorarbeit von Diego Contento mit dem Lattentreffer in der zweiten Minute. Doch die Paulaner Elf versteckt sich keineswegs. Siebte Minute, Freistoß für die Blauen. Tom Starke kann klären. Zuschauer und Trainer Pep Guardiola müssen bis zur 12. Minute warten, ehe der Ball dann zum ersten Mal im Netz einschlägt. Emre Can mit einem wunderschönen Solo. Der Doppelpass mit Franck Ribéry und der Schuss von Can kann nicht mehr entscheidend geklärt werden. Die Führung durch den 19-Jährigen. In der Folgezeit die Bayern mit wenig Zählbarem. Die Paulaner Elf hält gut mit. 30. Minute. Ecke für die Bayern. Der Ball landet in den Reihen der Blauen. Doch Ribéry holt sich das Leder zurück. Klasse gemacht. Der Querpass auf Müller. Der sieht immer gut. 2:0 für die Bayern. Das auch der Halbzeitstand. Die Jungs von Pep Guardiola mit mageren 2 Toren in der ersten Hälfte. Zufrieden? Sieht anders aus. Das zeigt Pep Guardiola auch im zweiten Durchgang. Die Mannschaft komplett erneuert. Mit David Alaba jetzt der einzige Stammspieler aus der Trippelsaison auf dem Platz. Die Bayern erhöhen zwar schnell durch die Treffer von Schöpf und Shaqiri auf 4:0, doch Pep Guardiola jetzt immer häufiger am Spielfeldrand. Der Trainer ist präsent und ärgert sich teilweise über das Auftreten seiner Jungs. Doch der Bayern-Express, er wird gegen die Paulaner-Auswahl noch so richtig ins Rollen kommen. Zuvor nutzt Pep Guardiola aber die Zeit, um sich kurz mit Neuzugang Mario Götze zu unterhalten. Der Ex-Dortmunder ist noch verletzt und schaute sich das Spiel seiner neuen Teamkollegen von der Bank aus an. In der 59. Minute erhöht Heuberg auf 5:0 und von da an geht es Schlag auf Schlag. In den letzten 30 Minuten klingelt es noch insgesamt 8-mal. Shaqiri. Zweimal Pizarro. Und Rankovic. Erhöhen auf 9:0. Zweistellig wird es in der 80. Minute. Schöpf mit dem 10:0. Drei Minuten später erzielt der Youngster sogar noch sein drittes Tor. Auch Shaqiri und Claudio Pizarro treffen kurz vor Schluss noch einmal und erzielen somit auch einen Dreierpack. Vor allem Xherdan Shaqiri trumpfte einmal mehr auf. Der Schweizer hatte in der 68. Minute die wohl schönste Szene des Spiels. Super Ballbehandlung, die Abwehr schwindelig gespielt, doch der Keeper der Paulaner Elf auf dem Posten. ...13:0 heißt es am Ende, das erste Testspiel ohne Gegentor. Am Dienstag spielen die Bayern dann gegen den italienischen Zweitligisten Brescia Calcio.